Ich wünsch mir eine kleine Miezekatze für mein Wochenendhaus. Jo Leute, herzlich willkommen zurück zu Max Payne 2 aus meinem, ja, provisorisch mal eben aufgebauten Arbeitsrechner und Studio-Kiste hier von meiner besten Freundin. Ich habe demnächst ab Dezember meine eigene Hütte endlich. Nicht mehr bei den Eltern wohnen, auch wenn das kacke ist, so wie das alles jetzt gelaufen ist. Aber wieso sind sie überhaupt am Leben? Sie haben eine Kugel. Das renkt sich auch wieder alles ein. Vielleicht ist sie ja noch da. Gut für die Konzentration. Um heil hier rauszukommen, musste ich ihr vertrauen. Gehen wir an die Arbeit. Cleaner voran. Gibt sie erstmal richtig schön auf die Fresse hier. Ich habe die Polizei gerufen. Die Polizei kommt. Und die Polizei gerufen, okay. Kann passieren, dass ein Miezekätzchen im Hintergrund zu hören ist. Auch gesehen. Hör besser zu, vielleicht lernst du ja noch was. Okay, wie man sich selbst lächerlich machen kann. Zu dir oder zu mir? Mein Gott. Bist ja bloß neidisch. Naja, das ist es ja gerade. Was man nicht sieht, ist, dass wir hier echt arbeiten. Das hier ist erstmal ein wenig umgucken hier. Ich erinnere mich ganz vage an so manche Sachen, aber ich habe hier jetzt echt keine Ahnung mehr. Jo. Ich wünsche mir eine kleine Miezekatze. Ja, nee, ist klar. Okay, also geht hier jetzt die Post ab wahrscheinlich. Erledigt. Das erinnert mich an einen Film, wo er alles mit der Pistole irgendwie immer macht da, ne? Ich weiß nicht mehr, wie der Streifen hieß. Sie reinigen auch die anderen Apartments. Cochran sagt, es leben noch mehr Mitglieder des inneren Kreises hier. Wo sie ihn dann, oder die beiden dann da stören, ne? Währenddessen und er dann mit der Pistole nebenbei alles regelt, so. Hab eine Leiche gefunden. Dünner Typ im Anzug. Nicht Cochran, der ist dick. Fett. Eieieiei. Ich muss mich mal kurz um das Miezekätzchen kümmern. Ja, jetzt störst du mich mitten in der Aufnahme. Das ist cool. Aber warum sollte ich das schneiden? Ich denke nicht. So. Hörst du mal bitte auf zu miauzen jetzt. Ja, kannst ja zugucken, ist klar. Stehe ich auf meinem Knie und läuft über die Tastatur. Nein, plopp. Jetzt ist aber gut hier. Na. Nicht mit den Krallen ins Gesicht. Das kann ich ja gar nicht haben, ne? Na nee. Ist klar. Jo. Von wo denn? Wer denn? Was denn? Oh. Hol die mir echt das Headset vom Kopf, da. Ja, Katzen auf YouTube, ne? Boah. Katzen mal anders. In Max Payne, ne? Ne, hier, komm. Jetzt ist aber gut hier. Da, runter. So. Ja, so ist das nun mal, ne? Haben die mir ordentlich einen mitgegeben? Ich speichere das mal so. Ist egal.
Führe mal wieder Katzen auf. Bei mir auf YouTube kann man das mal machen, ne? Vielleicht erinnert sich der eine oder andere noch an Wing Commander, den dritten Teil. Das waren auch so eine Art Katzen. Sehe mich mal um. Nicht wieder auf die Tastatur. Jetzt muss ich aber dann doch, glaube ich, mal langsam ein wenig schneiden. Jetzt ist aber gut. Ja, komm. Ich muss hier mal ein bisschen weiterspielen. Mensch. So. Wollen wir mal schauen hier. Da kommt sie wieder an. Kannst du nicht mal eine gechillte Katze sein? Ein gechilltes Kätzchen? Nein. Nicht mit den Krallen ins Gesicht. Das kann ich ja gar nicht haben, ne? Hier ist nichts. Sehen Sie oben nach. Genauso wie Hunde dann immer gerne einen abschlabbern, ne? Vor allen Dingen dann noch im Gesicht, das mag ich gar nicht. Ich habe knuffige Tierchen und so, aber nicht meins. Ich gehe nach oben. Suchen, alles auseinandernehmen, Papiere, Fotos. Schieß, schieß! Ich nehme euch auseinander, Freunde. Gib mir Deckung! Oh, nee, ey. Ja, Mann. Genial, ey. Und ich mach sie trotzdem fertig, ja? Also bin ich doch ein guter Player, würde ich sagen, oder? Ja, so ist das. Okay. Speichern wir das doch, ist gut gelaufen. Wir sind zu spät. Er ist tot. Verschwinden Sie von dort. Wir müssen abhauen. Noch mehr Cleaner in der Lobby. Kommen wir. Ja, spielt's an meiner Jacke, ja. Ich war nicht bereit zu gehen. Oh, nicht mit den Krallen. Ah. Auf dem Foto posierte eine Gruppe Männer vor einem Anwesen. Corcoran war da, Senator Gate und Alfred Wolf. Krabbelt mir hier auf dem Bein rum. Also war es die Wahrheit. Die Wetten waren gemacht. Der innere Kreis war mit von der Partie. Nicht mit den Krallen. Aufhören. Das tut weh. Mila. Ich glaube, Mila hieß er. So. Na, nicht ins Gesicht. Gib mir Nee. Jo, jetzt habe ich ein Problem. Ja, komm, ey. Das verreck ich halt. Oder auch nicht. Doppelte Desert Eagle hier. Oh, mit den Krallen immer, mit den Krallen. Mensch. Na ja, komm, das lassen wir so stehen. Das geht schon irgendwie. Ich bin mal gespannt, wie der Upload ist bei meiner Westen gerade hier. Download ist jedenfalls weniger wie das, was ich zuvor hatte, aber demnächst in meiner eigenen Hütte habe ich dann 500.000er Kabel von Vodafone. Super Angebot für 30 Euro. Ein 10er davon ist für dieses HD-TV mit Receiver-Gedöns da irgendwas. Ich gucke nicht so viel Fernsehen, aber wenn, dann kann man das mal ausprobieren, dann will man ein anständiges Bild haben, ne? Ja. Das heißt, ich habe mindestens 40 Mbit Upload. Das ist natürlich dann bei mir dann richtig geil für Videos hochladen. Oh, hör auf mit den Krallen! Oh, ich weiß gar nicht. Geht's jetzt hier weiter? Ich befürchte es. Und das ist auch so. Ah, die Krallen! Mila. Nicht machen. Das tut weh. Ja, ein bisschen umgucken hier. Von dort kamen wir ja. Ja, wenn ich sie jetzt nicht hier drin hätte, dann wird sie wahrscheinlich ziemlich krass miauzen wie eben im Flur. Und das muss auch nicht sein. Ist noch ganz klein.
Ja gut, dann wird es hier wohl weitergehen. Oder auch nicht. Hier wieder die Treppe runter wahrscheinlich, ne? Da kam ich da die Treppe erst hoch. Ja, wir gucken einfach mal. Ich bin hier ein wenig abgelenkt. Ne, von hier kamen wir ja. Irgendwie muss es oben weitergehen. Wenn ich mich denn richtig erinnere. Nicht mit den Krallen ins Knie. Oh. Scheiße, ich weiß gar nicht, wie das mit meinen Impfungen steht. Nicht kratzen. Oh, hier müsste es, glaube ich, jetzt runtergehen. Schränkchen öffnen. Ja, habe ich es doch gewusst, da sind doch Painkiller am Start. Ja, dann schauen wir doch mal hier. Ja, spielt aber schön Klavier. Dann probieren wir das gleich mal, in der Hoffnung, dass mir das Kätzchen nicht gleich wieder auf die Tastatur hüpft. Ja. Und dann müssen wir mal sehen. Ich denke, den Rest des Jahres wird nicht mal so viel kommen. Ich habe ja halt noch einen Umzug vor mir. Ich muss meine Sachen darüber rödeln in meine dann erst eigene Hütte. Ja, das mit meinen Eltern wird sie wieder einrenken, das ist halt alles ein bisschen doof, deswegen bin ich auch übergangsweise bei meiner Besten, aber irgendwann ab einem bestimmten Alter, ich bin jetzt ja 30 geworden am 20. November, ist halt vorbei, dann funktioniert das nicht mehr, ne? Das Leben ist manchmal nicht so einfach und sehr kompliziert. Ja, komm her. Zeige ich dir mit Feiglingen. Ich bin allein und ihr seid zu mehreren. Hat mit Feiglingen nichts am Hut. Ihr seid feige Schweine, ja. Nein, nicht auf die Tastatur hüpfen. Hockt hier auf meinem Knie. Immer noch oder wieder. Hier geht gleich alles in die Luft! In Deckung! Ja, dann mach mal. Ja. Dann sprengt euch doch mal schön selber. Augen aufhalten. Nützt mir noch mal ein wenig Kalaschnikow. Voll geil, mit der Tür umgehauen und erschossen. Noch mehr in der Lobby vor Ihnen. Das ist doch mal richtig gut gelaufen. Ja, ich will hoffen, dass der Sound tatsächlich... Ah doch, das dürfte aber passen, dass ihr mich gut versteht und so. Müsste ja mein Kabel da für die Aufnahme halt neu anschließen, ne? Ich gehe aus meiner Audi G2 raus und dann in Realtek Onboard rein. Das funktioniert spitze. Und dann halt das Mikrofon dazu, so, und mit dem Autoduck und so weiter und so fort, ne? Ich will ja nun mal auch eine gewisse Qualität liefern, ne? Damit das Ganze ja richtig Spaß macht. Ja, gut. Wie geht's jetzt weiter? 5 Minuten haben wir noch. Eigentlich geht da noch was, ne? Okay, gutes Timing. Ja, ich würde sagen, das ist verdammt gut gelaufen. Mal schön aufgeräumt hier. Die Drecksäcke gleich 3 auf einmal hier. Ich komme immer zu mehreren, kann das sein? Naja.
ein wenig umschauen hier. Oh, dieses Motion Blur, ne? Da muss man sich erstmal dran gewöhnen, ey. Junge, Junge, Junge. Naja, na gut. So, hier sagen wir immer alles zu. Ja, wir machen mal ein bisschen. Und hier kamen wir. Mal ein bisschen was kaputt machen. Macht immer Spaß, ne? Ich würde ja wetten, dass ich da die Tür geradeaus muss, ne? Eben, wo der da auf dem Boden lag mit seinem schwarzen Anzug. So. Es bleibt ja nur noch das, ne? Ja gut, dann schauen wir mal. Bisschen was geht ja noch. Einen wunderschönen guten Tag. Schöne Küche. Ja. Teller an der Wand finde ich ein bisschen bescheuert, aber na gut. Ja, Painkiller-mäßig stehen wir ja ganz gut da, ne? Da stört mich jetzt das Kätzchen auch nicht groß, wenn es mal doof läuft. Und wieder hier runter. Klingt fast, als hätte die Schallplatte einen Sprung. Noch mehr Cleaner rechts hinter der Tür in der Lobby. Danke. Weiter geht's mit Adresse unbekannt. Ja, Leute, ich sag euch, wenn ich das wieder so weit hab, dann bin ich echt froh, weil das Münztelefon läutete. Schließlich nahm ich vernünftig am Schreibtisch wieder sitzen, das wäre schon wieder toller, ne? Das ist ja alles so provisorisch, Rechner neben so einem kleinen Tisch, ne? Sie kommen näher. John, ich liebe dich, gib mich darauf. Naja. Oh, lecker. Mir gehen die Ideen aus, Max. Ich überprüfe das Apartment, das der Cleaner bewacht hat. Ich will mein Leben in einem Fensterputzerlift riskieren, wenn es einen Aufzug gibt. Du bist die Oh yeah. Und da fliegt er, und fliegt er, und fliegt er. Mona, ich habe einen Fensterputzerlift gesehen. Ich fahr runter. Max? Ja? Ich weiß nicht, ich wollte nur sagen... Verdammt! Mona? 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 Tja, Leute, ich würde sagen, das ist doch ein toller Abschluss für diese Folge erstmal. Und dann sage ich mal bis bald, ne? Macht's gut oder besser.